Gut, dass ich ein paar Granaten gekauft habe gerade. Das nennt man wohl einen Fail. Da habe ich nicht aufgepasst. Es ist eine Live-Aufnahme, ein Live-Let's Play von Far Cry 5. Und tja, da habe ich nicht auf den Ton aufgepasst und habe vergessen, das Mikrofon anzuschalten. So hört man mich nicht und nur das Spiel. Aber das Gute ist, nicht die ganze Zeit, sondern ich kann euch das ja mal kurz hier zeigen. Ich nehme euch mal kurz mit. Hier, ab diesem Zeitpunkt erst. Und das sind nämlich 23 Minuten. Ab der Minute 23 hört man mich also. Bleibt dran. Ich habe das Spiel ein bisschen lauter geschraubt, die ersten 20 Minuten. Dann hört ihr nur Far Cry 5 Ingame Sounds. Und ab Minute 23 hört ihr mich auch wieder zu sabbeln. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und jetzt geht's aber weiter mit dem Video. Versorgung für Frau und Kind. Oh ja, cool. Keine Frage. Also hör mal, Alter. Hörst du noch vor ein paar Jahren auf dieser Party in Spread Eagle, wo wir uns so abgeschossen haben? Und du mir versprechen musstest, dass du, wenn ich je von einem super scharfen, super schlauen Wesen mit zweifelhafter Moral verführt werde, die mich in ferne Länder entführt, kommst und mir aus der Patsche hilfst? Vage. Also, Broseph, du machst dich besser bereit, denn genau das ist passiert. Oh, scheiße. Ich hab jetzt wirklich keine Zeit. Aber du hast es versprochen, Alter. Weißt du eigentlich, was ein Versprechen ist? Das ist wie ein heiliger Bund. Hey, Kusch. Du dumme Kuh. Wie ich sprechen darf. Hör mal, Herc. Kann das nicht bis morgen warten? Naja, dazu muss ich leider ein dickes NDIS sagen, Compadre. Es geht nämlich um eine dieser auf Leben- und Todsituationen, in die ich manchmal ganz ohne eigenes Verschulden reingerate. Na gut, schön, ich helfe dir. Wo soll ich hinkommen? Naja, es ist ein bisschen weiter weg. Aber keine Sorge, ich bring dich im Handumdrehen her. Was zum Henker soll das denn bedeuten? Herc? Was zum... Halt dich einfach fest und versuch nicht zu kotzen. Oh, und wenn du ein Sixpack da hast... Herc, was zur Hölle geht denn hier ab? Oh nein. Was auch immer du tust, hör auf! Scheiß drauf! Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein! Auf einer Raumstation wieder und muss einfach mitspielen, okay? Also weniger Fragen, mehr Bewegung, Nicholas. Denn wenn du uns nicht rettest, werden wir alle sterben. Was? Ich? Was verdammt erzählst du denn da? Ich schwör bei Gott, wenn ich dich finde, trete ich dir in deinen Arsch. Viel Glück.
Mann, Alter, ich bin auch total froh, dich zu sehen. Ja, ich weiß, was du denkst. Wo sind meine Klöten? Aber so wichtig die Antwort auf diese Frage auch sein mag, wir haben Wichtigeres zu tun. Lass mich zuerst mal erklären, was eigentlich los ist. Du bist auf dem Mars. Willkommen. Gut, stell dir jetzt noch vor, dass meine Arme ausgestreckt sind, um dich beim Verdauen der Nachricht zu trösten. Wieso bist du auf dem Mars? Um die Welt zu retten. Wovor? Eine Alien-Invasion. Ja, genau, eine Alien-Invasion. Ich will wirklich ganz ehrlich sein. Wir zwei beiden werden nicht direkt die Welt retten, das wird nämlich hauptsächlich Anne machen. Genau, diese Anne. Dieses Super-KI-Wesen, von dem Larry Parker andauernd geredet hat. Erinnerst du dich? Das einzige Problem ist, dass die Aliens den ganzen Planeten übernommen und an ihrem Netzwerk rumgepusht haben, Mann. Sie fällt auseinander und wir müssen ihr unbedingt helfen, Alter. Und wie verwandeln wir Anne wieder in den schönen, majestätischen, weltrettenden Schmetterling, der sie mal war? Indem wir Energiezellen finden und mit denen alle Terminals in ihrem Netzwerk versorgen. Ganz einfach, keine Sorge. Aber guck mal auf deine Rolex, Mann. Da drüben sind ein paar von diesen Energiezellen, Mann. Ich zeig dir, wie das geht, wenn du sie geholt hast. Energiezellen? Alien-Invasion? Scheiße, das kann ich echt nicht gebrauchen. Tut mir leid, Mann, okay? Aber du bist nicht der Einzige, dessen Leben aus auffallend verdächtigen, an tatenabgezogenen Gründen auf den Kopf gestellt wurde. Sieh mich doch mal an. Wenn hier einer das aufhält, dann wird er höchster. Genau, Mann, das ist die Energiezelle. Bring sie zurück und steck sie in das Terminal. Also hast du mich zum Mars geholt, damit ich den Strom wieder anstelle? Sag das doch nicht so, Mann. Dann klingt es wirklich nur noch halb so geil. Kontrollzentrale hergestellt. Es funktioniert, siehst du? Nick, das ist Anne. Anne, das ist mein Bro Nick. Hi? Nicholas Rai, du bist die letzte Hoffnung der Menschheit. Ich doch auch, oder? Eine arachnoide Spezies, Millionen von Jahren alt, bedroht deine Welt. Aber mit deiner Hilfe kann ich sie aufhalten. Ja, das hat mir Herc schon erzählt. Wir fahren die Terminals hoch und stellen deine Energieversorgung wieder her und halten die Alien-Invasion auf. Habe ich irgendwas übersehen? Nein. Warum fragst du? Keine Ahnung. Klingt recht simpel für so eine nicht simple Aufgabe. Man sollte meinen, dass da noch mehr kommt. Nein, es ist wirklich sehr einfach. Okay, Mann. Alle Systeme sind bereit. Dann lass uns mal loslegen. Du wirst dich da draußen aber verteidigen müssen, Mann. Siehst du die grünen Fässer überall? Nimm dir, was drin ist. Das mag sich jetzt erstmal nur wie Weltraumschleim anfühlen, aber das Zeug ist Magie, Amigo. Das kommt direkt von der Quelle. Das kann eine Menge cooler Scheiß werden. Wenn du fertig bist, dann trag das Zeug rüber zum 3D-Drucker da, Mann, und ich zeig dir einen coolen Trick. Komm schon, Mann. Siehst du das, Mann? Weltraumschleim ist gleich Feuerwaffen. Unglaublich. Ja, je mehr meiner Systeme du wiederherstellst, desto mehr Werkzeuge gebe ich dir, um jegliches Leben, das uns im Weg steht, auszulöschen. Was meinst du mit jegliches Leben? Ja, das wirst du schon sehen, wenn wir rausgehen. Wir? Ja, Mann, ich weiß, dass wir den ganzen Kuchen retten, wir heute alleine haben. Das ist eine Partnerschaft. Also mach schon, nimm einen Kopf, Alter. Wir haben viel zu tun. Das kann echt nicht wahr sein. Jetzt reiß dich mal zusammen, Nick, bevor dir gleich der Kopf platzt, Mann. Meine Antennen sind überall in der Gegend verstreut. Sie einzuschalten wird helfen, meine Funktionalität wiederherzustellen, um dich zu unterstützen. Okay.
Scheiße, was war das? Entspann dich, Mann. Das ist nur der Mars, klar. Mach langsam, Mann. Tritt nicht in den Dreck. Weltraum, Krabbe, Mann. Erschieß sie, bitte. Lass mich bloß nicht fallen, Mann. Ich bin hilflos. Pass auf, da sind noch mehr! Los, Nick, ich weiß, du schaffst das, Kumpel! Wir können die anderen Energiezellen erst finden, wenn wir die Antenne hochfahren, Mann! Hör mal, hier ist nicht alles so fortschrittlich wie in Montana, Mann, wofür ich mich aufrichtig entschuldige, okay? Ich dachte auch, dass ich nach Kyrat nie mehr auf Sachen klettern müsste, aber so sieht's nun mal aus, Mann. Ich dachte auch, dass ich nach Kyrat nie mehr auf Sachen klettern müsste, aber so sieht's nun mal aus, Mann. Ich hab total vergessen, die Weltraumkrabben zu erwähnen. Sie leben unterirdisch. Voll mein Fehler, Mann. Tut mir echt leid. Total meine Schuld, ja. Es tut dir leid? Willst du mir mal verraten, was das da gerade war? Mann, hast du nie Tremors gesehen? Diese Weltraumkrabbenviecher graben sich auf genau die gleiche Weise durch die Erde. Ich sag's dir. Ich hoffe, du hast sie dir gut angeschaut, weil das sind die Invasoren, Mann. Die müssen wir aufhalten. Anne hat mir erzählt, dass sie ihre Technologie einsetzen werden, um die Erde einzunehmen und alle Menschen zu Futter zu verarbeiten. Ist das nicht irre? Genau. Menschen werden nichts weiter als Nahrung sein, um die Arachnidenhorde zu ernähren, während sie sich über die Galaxis ausbreiten. Bist du ganz sicher? Weil, ich meine, so klug sehen sie gar nicht aus. Nun, das sind sie aber. Diese kleinen Scheißer wollen uns von den Energiezellen weghalten, damit er nicht wieder hochgefahren werden kann. Wenn wir uns also diese Energiezellen holen wollen, kannst du wetten, dass uns die Drecksviecher ganz schön auf die Pelle rücken, Mann. Das klappt! Antenne hergestellt. Funktionalität erhöht. Ausgezeichnet, Nick. Danke für deine Hilfe. Du kannst nun auf deiner Karte weitere Energiezellen in diesem Gebiet finden. Oh Mann, diese beiden Markierungen da. Sieht genau aus wie der Ort, wo mich eine riesige Weltraumkrabbe angegriffen hat. Ich empfange ein Signal von deinem Gravitationsgürtel. Er wird deine Mobilität verbessern und Fallschaden verringern. So erreichst du das Transferenzzentrum. Nein! Wirklich? Meine Weltraumjets funktionieren noch, Alter! Meine Weltraumjets funktionieren noch, Mann! Okay, los, finden wir sie! Hast du den Gravitationsgürtel? Geh zum Transferenzzentrum. Was zum Geier ist Transfer... Transferenz ist die Zukunft. Mein Bewusstsein wird in einen Killerroboter übertragen, wie in Ed 209. Transferenz ist die Zukunft.
Ja, ja, wir haben's kapiert, Anne, wirklich. Oh Mann, sie versucht mich dazu zu bringen, meinen Körper zu vergessen und einfach nur als Roboter zu leben. Oh Mann, diese beiden Markierungen da. Sieht genau aus wie der Ort, wo mich eine riesige Weltraumkappe angegriffen hat. Ich empfange ein Signal von deinem Gravitationsgürtel. Er wird deine Mobilität verbessern und Fallschaden verringern. So erreichst du das Transferenzzentrum. Nein! Wirklich, meine Weltraumjets funktionieren auch! Alter, meine Weltraumjets funktionieren auch! Mann! Okay, los, finden wir sie! Hast du den Gravitationsgürtel? Geh zum Transferenzzentrum. Was zum Geier ist Transferenz? Transferenz ist die Zukunft. Mein Bewusstsein wird in einen Killerroboter übertragen, wie in Ed 209. Transferenz ist die Zukunft. Ja, ja, wir haben's kapiert, Anne, wirklich. Oh Mann, sie versucht mich dazu zu bringen, meinen Körper zu vergessen und einfach nur als Roboter zu leben. Aber ich habe ein gutes Gefühl, Mann. Entsperre Tür für Regelung. Bitte warten. Oh, verpflichtet das! Meine Hand? Wessen Hand sollte es denn bitte sonst sein? Guter Punkt, Mann. Ich bin nur mental noch nicht auf den Gedanken eingestellt, dass meinem kinderlosen Astralkörper irgendwas Fieses zugestoßen ist. Meine Scans deuten auf weitere organische Anomalien hin. Ach komm schon, ist das dein Ernst? Mein Körper besteht aus Einzelteilen! Wie sollen wir die denn alle finden? Mittels Transferenz erhältst du die Fähigkeiten, solche Anomalien selbst aufzuspüren. Alles klar. Hier und jetzt wird ein weiterer Pakt geschlossen. Wir finden meine Körperteile und setzen mich wieder zusammen wie Humpty Dumpty, weil es macht einfach keinen Sinn, eine Welt zu retten, in der es meinen zuckersüßen Arsch nicht gibt. Ich bin froh, dass du zustimmst. Transferenz ist die Zukunft. Verdammt! Sieht so aus, als wären die Energiezellen da oben. Wir brauchen die Weltraumjets. Oh Scheiße, das ist mein Becken! Die Weltraumkrabbe hat mich echt zugerichtet! Warte mal! Wo ist mein Willi? Nick! Nick! Wo sind meine Eier? Nick, sei froh, dass du das nie durchmachen musstest, Mann. Nick, ich sag's dir, es gibt nichts Schlimmeres, als zu glauben, seinen zerstückelten Körper gefunden zu haben, um dann festzustellen, dass es dein pimmelloses Becken ist. Na los, Mann! Hab Mitleid! Wir müssen meine anderen Teile finden, Nick. Von den Schläfen zum Sack zu den Zehen, Mann. Alle Teile, okay? Dann macht mich entweder zu einem richtigen Mann. Herc, was du da sagst, ist unmöglich. Ganz sicher nicht. Mit genug Weltraumschleim und Ends 3D-Drucker ist alles möglich, Mann.
Unsinn, Herc. Durch Transferenz wirst du zu etwas viel Besserem als ein Mensch. Du wirst unsterblich werden. Unzerstörbar. Du wirst perfekt sein. Das mag ja wohl stimmen, Man, aber ich will ehrlich sein. Dieser Zustand sollte möglichst temporär sein. Ich erwarte nicht, dass du die Freuden der Menschlichkeit verstehst. Die Freuden des Fleisches, das Vergnügen der Sinne und das Packen von riesigen Haufen. Hör mal, ich hab's kapiert. Du hast Angst, dass ich dich töte, wenn ich ein Roboter werde. Das mache ich nicht, versprochen. Ich werde einer von den Guten sein. Wie R2-D2, nur mit einem Maschinengewehr. Mann, willst du, dass ich zu einer Cyber-Tötungsmaschine werde oder nicht? Gefühlen zu spielen. Sie sind alles, was ich noch habe. Gehen wir zum Transferenzzentrum. Danke, Balboa S., dass du gesagt hast, dass kein Ton kommt. Sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht mitbekommen. Krusnikos folgt mir jetzt. Nice. Einen wunderschönen guten Abend. Danke nochmal für den Tipp mit dem Ton. Der ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Aber jetzt weiß ich es. Jetzt habe ich es eingestellt. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig gesagt. Balboa BHS. Ja, glaube ich. Scheint mir richtig zu sein. Oh Mann, langsam bin ich richtig aufgeregt. Unfassbar, dass ich in ein paar Minuten zu einem kalten, gleichgültigen Cyber-Todesmonster werde. Das wird toll, Mann. Das wird sowas von toll. Ach, immer schön hier die grünen Schleimfässer aufsammeln. Noch ein bisschen, dann können wir gleich das Gewehr, das Lasergewehr basteln. Lasergewehr, geil, da ist es doch. Jetzt können wir das Lasergewehr basteln. Dafür brauchen wir erstmal einen 3D-Drucker. Ja, bevor wir uns um die 3D-Drucker kümmern, sammle ich hier erstmal noch ein bisschen was ein. Was haben wir denn hier so? Okay, das Terminal ist im oberen Stockwerk. Du musst erst alles hochfahren, bevor wir die Transferenzkammer verwenden können. Flieg wie der Wind, mein kleines Äffchen! Erst alles hochfahren. Ja, Einstellung sicher nicht! Was ist hier so dunkel? Warum ist das hier so dunkel? Okay. Das hat keinen Grund. Es ist einfach nur dunkel. Genau, mit B kann man runter und mit A kann man so einen kleinen Boost geben. Aber, okay. Stell die Energieversorgung zum Transferenzzentrum wieder her. Wie geht das? Was muss ich dafür machen? Ich muss wahrscheinlich erstmal da 30 Meter hoch steht dort. Dann machen wir das doch. Jump ich erstmal hier raus. Flieg mal hoch. Da. Hier müssen wir hin. Transferenzzentrum. Geil. Transferenzzentrum hergestellt.
Wenn du ein Terminal beobachtest und ein Teleporter. Okay, cool. Das heißt, ich habe jetzt Schnellreise und kann mich von Dings zu Bums reisen. Aber ich baue mir jetzt erstmal ein neues Gewehr. Obwohl, was ist das denn hier? Strahlenwaffe. Richtig Strahlenwaffe. Das ist Platz. Auch ganz cool, aber ich habe irgendwie Bock auf ein Gewehr. Sehr gut. Team Tap Bros für immer! Leg mich da rein, Alter, mach hin! Okay, so wie die Pistole, bloß in klein. In groß meine ich natürlich. Ja, Herc, du kommst jetzt. Oh, da kommt was. Riesenweltraumkrabbe! Oh, ich hau ab. Ciao. Wegen dir rollt mein Würstchen irgendwo im Sand rum und sieht aus wie ein riesiger verdammter Corndog. Oh, jetzt hätte ich gerne so ein paar Granaten. Okay. Geht schlechter. Geht schlechter. Okay, jetzt leg mich da rein und vergiss nicht, meinen Kopf mitzunehmen. Wir müssen das menschliche Puzzle zusammensetzen. King Louis folgt den Dullis. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank. Erstmal wieder zurück nach dort unten. Ganz vorsichtig. Pass auf mit meinem Bart. Na? Muss ich jetzt noch was machen? Hier. Interagieren. Was ist das denn Geiles? Krieg ich jetzt eine eigene Drohne? Achso, er spielt das jetzt. Okay, verstehe. Ist auch ein geiler Mix, ne? Diese Kombination aus Redneck, Mars und sowas, ist ganz cool. Brobot. Okay, das ist anscheinend jetzt mein Brobot. Brobot folgt dir nun und beschützt dir deine Reise. Brobot kann nicht sterben, aber er kann so stark bestätigt werden, dass er noch viel funktioniert. Gehe näher und drücke und wie heißt es schon? Okay. Ja, geil, Brobot. Ich hab Bock. Was kannst du? Kann ich irgendwas mit dir machen? Ich kann winken. Nice. Das gefällt mir. Alles klar, Alter. Du hast noch eine Energiezelle. Eine Energiezelle habe ich noch über. Befehl an Mission ist hier. Okay. Das kennt man ja von normalen Far Cry 5, dass man den Partner anderen zuweisen kann. Dann gucken wir mal, wie das aussieht. Schafft er das? Fliegt er da hin auf dem direkten Weg, oder? Okay, der schießt da anscheinend einfach so hin. Aber das ist natürlich ganz witzig, wenn man auch überall hinkommt jetzt, ne, mit dem Jetpack. Man ist absolut nicht an irgendetwas gebunden. Das spielt keine Rolle, Mann. Wichtig ist nur, dass du begreifst, in welcher Gefahr wir alle schweben, weil... Oh, die sehen ja aber auch so eklig aus, ne? Ich hab versucht, einen zu beeindrucken, indem ich die Geschichte selbst regle. Und was hat es mir gebracht? Mein Körper ist über den ganzen verdammten Mars verstreut worden. Eklig. Die platzen auch einfach. Versteh mich, ich wollte sie ins Bett kriegen. Alles, was ich dir sagen will, ist, dass du das nicht auf die leichte Schulter nehmen solltest, Nick. Du kannst nicht rumlaufen und denken, du wärst der neueste heiße Scheiß. Du musst vorsichtig und konzentriert sein, so klug wie der alte Herky. Hörst du dir eigentlich zu?
Ich steck hier fest, weil du eben nicht klug warst. Eigentlich bist du sogar wirklich richtig dumm, Herc. Ich war dumm, Nick. Ich war dumm. Also, was ich jetzt schon mal sagen kann, der sabbelt ja ganz schön viel, dieser Herc. Ja, aber die bringen ja nicht so viel, die Kleinen. Nutze das Fingerwegfeld, um kurzzeitig keinen Schaden zu erleiden. Du kannst es auf zwei Arten aktivieren. Weder ist im Werfer. Okay, das brauchen wir wahrscheinlich für einen Endboss, aber jetzt noch nicht. Was haben wir da oben? Ich folge jetzt erstmal den Wegmarkern weiterhin. Ach, so ein Jetpack ist schon was Geiles, oder? Ballern! Geil. Ja, ich glaube nämlich, dass man jetzt die Laserwaffen auch im normalen Far Cry 5 zur Verfügung hat. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Man ist auf jeden Fall in so einem Marskrater hier. Aber da kommt man wahrscheinlich nicht raus. Nähern uns Antenne. Also gut, Mann. Genauso wie nächstes Mal. Kletter nach oben und fahr das Terminal hoch. Sammle Arachnid-Schleim ein, indem du Eier der Könige auf der Arachnid werfen. Wie eine Granate. Die getroffenen Eichen werden dann von anderen Eichen angegriffen. Oh, das ist ja cool. Aber muss ich das jetzt auch nochmal aufsammeln hier? Mir scheint so. Was denn hier? Auch wieder so ein Schleimi. Überall kleine Schleimis. Hey, das sieht doch Spaß aus. Für mich sieht's tödlich aus. Ach, hab einfach Spaß damit. Betracht es als Möglichkeit, dich zu testen. Und diese Weltraumjets. Na los, Mann! Pass auf die Stabilisatoren auf. Sie fügen organischem Material bei Berührung großen Schaden zu. Das ist jetzt echt blöd für dich, wo du doch zum Großteil organisch bist. Hättest du doch nur auch einen von diesen tollen Killer-Roboter-Anzügen. Transferenz ist die Zukunft. Ah, ich hab schon einen ganz coolen Anzug. Verfallen nicht, verwesen nicht. Roboter sind ewig. Das schaffe ich. Das schaffe ich nicht. Ist schon gut. Oh Mann. Okay. Neuer Versuch. Was genau passiert eigentlich, wenn Ernst Energieversorgung widersteht? Wenn du meine Terminals mit Energie versorgst, erhalte ich die Kontrolle über mein Netzwerk. Oh, komm schon. Okay, also es fängt auf jeden Fall nur dann an, wieder neu aufzuladen, wenn man auch auf dem Boden steht. Heiliger Bimbam. Ich weiß, Mann, das wird klasse. Das klingt schrecklich. Cool, ey. Was bist du? Kann man... Das ist so ein Gravitations... Gerät. Da darf man wahrscheinlich nicht gegenkommen. Wer hat denn diese Sachen hier eigentlich hingestellt? Es werden bestimmt nicht die, wie heißen sie, die Krabben hier gewesen sein. Komme ich schon dahin? Ich glaube, ich muss erst auf den da. Schön einsammeln. Blub. Blub.
Okay, dann jetzt der hier. Würde ich sagen. Jetzt frage ich mich nur, muss ich nochmal auf den da hinten? Wahrscheinlich. Probier das aus. Auf jeden Fall ein bisschen drüber schweben. Kann man ja nochmal runterfallen. Ja, aber doch besser, dass man hier nochmal gelandet ist, zwischen Landung gemacht hat. Und mein Brobot ist natürlich schon oben. Der hätte mich natürlich auch einfach mal mitnehmen können, ne? Aber naja. Ah, okay, ich dachte nämlich schon, jetzt muss ich wirklich jedes einzelne Körperteil da suchen, so wie gerade. Aber das ist ja geil, wenn man die jetzt auf der Karte sieht. Eisenfaust im 3D-Drucker bereit. Geilo. Was haben wir denn hier jetzt so freigeschaltet? Extra Leben, pack dich ein im Weltraum. Rüstung ein. Ja. Ab was? 1268. Okay, das ist ja crazy. Finger wegfällt. Ja, das haben wir ja schon. Was ist das hier? Wurfgeschoss. Gran Adios. Ja, davon nehmen wir mal drei mit. Davon bin ich überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Das ist hier. Mehr Wumms fürs Geld. Granaten für Tage. Okay. Ist das... Ach, Weltraum-Upgrades. Weltraum-Anzug-Upgrades, verstehe. Ja, das kaufe ich. Das scheint mir eine gute Investition zu sein. Schrotflinte. Schrotflinte finde ich sehr gut. Die nehmen wir auch mit. Sehr gut. Schrotflinte gefällt mir. Jetzt haben wir schon mal jede Kategorie an Waffen. Das ist gar nicht schlecht. Vier neue Objekte. Energiezelle. 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 Dann gehen wir erst da oben hin. Erst da oben. Wo habe ich es gerade markiert? Hier doch irgendwo, oder nicht? Da. Ach so. Ja, jetzt ist die Frage. Kann ich runterspringen? Weil eigentlich kann ich mir ja ein... Ja, guck mal. Geht doch. Ah... Man kommt nicht weit. Wahrscheinlich kann man da nochmal ein kleines Upgrade machen, damit man ein bisschen weiterkommt. Schrotflinte. Okay, geil. Schrotflinte ist schon mal geil. Schrotflinte gefällt mir sehr gut. Oh oh, hallo, was geht das denn? Ich glaube, der hat einen Motor. Das hört sich nach einem Benzinmotor an, was der Brobot da drin hat.
Düm, 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 düm. Na, kommt doch her. Ich habe eine Schrotflinte. Der hat sich gerade eingegraben. Wo ist er? Da ist er. Er hat ja nicht lange überlebt. Aui! Manchmal legen die sich so hin, als wären sie dann schon K.O., aber das stimmt ja gar nicht. Was ist das hier? Ja, eine Granate. Ne, so ein Schutzfeld. Da haben wir noch ein bisschen Weltraumschleim. Ja. Piep, piep, piep. Haben wir hier zufällig was auf der Brücke liegen? Ja, ein so einen grünen Container. Dafür fliege ich nochmal zurück. Dafür lohnt sich das. Ich gehe gleich zur Mine. Ich gehe jetzt erstmal. Ich gucke jetzt erstmal an, was hier noch so ist. Ihr seht aber auch scheiß hässlich aus. Meine Güte. Ach komm, ich geh erstmal da oben in die Ecke und weiß ja nie, wann man da nochmal hinkommt. Sieht ja interessant aus. Es muss ja, irgendwas muss das ja sein da oben. Sieht aus wie ein Kochtopf. Was finde ich in diesem Kochtopf? Ein Schild. 1941 bis 1977. Wer auch immer du bist, es verwirrt mich, dass dieses Ding hier ist. Ach, das ist ja geil, wenn man B gedrückt hält, um runterzukommen, dann geht er direkt in so einen Slide über. Einige Königinnen verstecken sich in Abstaubstationen, um sie hervorzuheben, man muss die Anarchien töten oder Eier und Nester zerstören. Eine Nester finden sich in Höhlen. Nähern uns Abbaustation C1. Seid vorsichtig. Ich nehme eine starke Arachnoidenpräsenz wahr. Eine Königin hat hier Eier gelegt. Die hat Eier gelegt. Ich weiß, was ich gesagt habe, Amigo. Die Königin wird eine Energiezelle dabei haben. Und die müssen wir uns holen. Wenn wir ihre Nachkommen töten, lockt sie das hervor. Nachkommen? Du meinst Babys, oder? Ich kann keine Babys töten. Ob es wohl einen Laser-Sniper gibt? Das sind kleine, fiese Monster, Mann. Das hier ist 100% Babys töten ohne schlechtes Gewissen, wie bei Babykarotten oder Kalb. Und anders locken wir die Königin nicht raus, um die Energiezelle zu kriegen. Aber visuell ganz schön gemacht, dass man auch sieht, wie man... wie es um die Waffe steht gerade. Dass sie so leicht flackert dann. Wo gehen wir zuerst? Links oder rechts? Ich gehe erstmal links. Da kommt auch schon der nächste. Ob das wohl unendlich so geht, bis man die Mutter gekillt hat? Ist eine Möglichkeit. Ist eine Möglichkeit. Okay, was bist du hier? Bist du ein Herz? Du bist ein Herz. Brauche ich aber noch gar nicht. Haben die mich jetzt hier gefunden? Die Schweine. Ich habe mich doch extra von hinten angeschlichen. Quasi.
Ah, ich muss den. Da ist die Königin schon? Okay. Wo ist sie? Oh, noch so ein ekliges. Die werden ja immer ekliger. Königin. Im Nahkampfangriff sind giftig. Wirst du von Fernkampf an Königin getroffen, wirst du in der Waffen als abgesaugt. Okay, wenn sie verwundet wird, gräbt sich König ein, tötet von Anarchiden 100 Eier. Wenn du den König tötest, werden alle Anarchiden aus dem Gebiet fliehen. Das ist geil. Das gefällt mir. Das heißt, wir müssen uns erst die Mutti da weghauen. Ich mache jetzt erstmal Superschild. Aua, aua, aua. Oh, hier passiert gerade ganz viel. Das ist ja gar nicht so einfach. Gut, dass ich ein paar Granaten gekauft habe gerade. Na, komm her. War jetzt erstmal Sturmgewehr. Nee, bevor ich die töte, hole ich mir erstmal das Herz, was da lag. Weil ich habe nämlich nichts mehr zum Heilen. Komm, komm, komm. Oh. Shitty make shitzen. Aui, aui, aui. Kümmer dich mal um die. Wofür bist du denn da? Da. Wusste ich doch, dass ich hier sowas gesehen habe. Kann ich die irgendwie hier hinlocken? Wahrscheinlich nicht. Aui. Ist hier ein guter Spot? Ich glaube, hier ist ein guter Spot. Kann ich in Deckung gehen? Weile müsst ihr doch mal rauskommen wieder. Da hinten ist sie. Da ist sie doch. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Das war knapp. Zum Glück ein Herz aufgesammelt. Gucken, ob die Schrotflinte hilft.
Oh Mann. Jetzt habe ich hier gar nichts zum Heilen. Da ist wieder eins. Okay, jetzt haben wir sie gleich. Komm her. Oh, ich muss wieder in die Deckung. Muss in die Deckung. Ganz dringend. Brauch Leben. Ich glaube, da oben war noch ein Herz. Elektrogranate erhalten. Das ist eine starke elektrische Anwendung von Nutzen, um kürzlich mehrere Anarchien zu lähmen. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Aber das war kein Herz. Ich wollte ein Herz haben. Hier vielleicht eins versteckt. Nee. Sieht nicht so aus. Scheiße, das war meine Grafikkarte. Okay, da war sie. Das war sie. Das ist die Königin gewesen. Da hauen sie alle ab. Plündere erlegte Kündigung um Energiezellen, große Mengen Hormone und Herz der Königin. Okay, geil. Fehlen Herz der Königin, Waffenrad aus und nehmen nur Wurfgeschoss beim Kiss. Herz der Königin, wie heißt der Zeug so? Eine Zone, in der sich alle. Das ist ja geil. Okay, wenn ich das Herz der Kündigung irgendwo hinschmeiße, dann töten sich alle Anarchiden gegenseitig. Ein Traum. Ein wahrer Traum. Und Herks rechten Arm haben wir auch noch bekommen. Was bleibt denn noch über hier? Ist die Frage, ob jetzt noch welche aus dem Sand kommen, wenn man hier lang läuft. Das müssen wir gleich mal testen. Hier hängen auf jeden Fall noch einige rum. Von diesen ekligen Ekelschleimbolzen. Na, sieht nicht so aus. Also, wenn man eine Königin weg hat, dann kommen die auch nicht mehr aus dem Sand. Das ist schön. Irgendwie das Bedürfnis, hier noch aufzuräumen. Also, manchmal ist in diesen Fässern erstaunlich wenig von dem grünen Schleim. Die Schleimmark. Man braucht die Schleimmark, um sich hier Sachen zu kaufen. Energiezelle erworben. Sehr schön. Die kann ich jetzt bestimmt hier irgendwo reintun auch. Und dann ist das auch hell erleuchtet. 10 Meter. Ah, hier gibt es einen Eingang. Sehr gut. Und Teleporter freigeschaltet. Und 3D-Drucker. Geilo. Abbaustation C1 hergestellt. Warum wackelt das jetzt so? Hinter jeder Ecke lauert Gefahr, aber ich werde da sein und dich führen.
Hallo und mich? Ich kann jetzt alle Antennenpositionen auf deiner Karte aktualisieren. Also, es gibt wieder Antennen. Es gibt diese Zentralen, es gibt die Energiezellen, die brauche ich, um etwas anderes zu aktivieren. Was haben wir hier? Da waren wir gerade schon mal. Klatschnixen. Ach so, das heißt, hier gibt es auch einen Klatschnixen. Ja, das ist natürlich geil. Entsetzlichen 3D-Drucker. Ich gucke erstmal nochmal in den 3D-Drucker. Ob es jetzt wieder ein geiles Upgrade gibt? Noch nicht. Schade. Aber eine neue Waffe vielleicht. Eine. Was ist das? Mit dem Laser Sachen wegtasern? Hier hast du deinen verdammten Laser-Taser. Ein Laser-Taser. Was auch immer ein Laser-Taser ist, aber wir werden es gleich wahrscheinlich herausfinden. Ich kann dich hören! Du wirst die Welt retten. Oh, gute Idee, okay, alles klar. Achso, so ein Dauerfeuer. Verstehe. Total gute Idee, klar. Du hast die Lady gehört. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ja. Roboter-Reparaturzentrum. Das gefällt mir. Kein Stück meiner Hilfe braucht. Scheiße. Oh, da bin ich immer gespannt, was der Laser kann. Ob der was kann? Deine wichtigsten Ziele sind es, die Terminals zu finden, Energiezellen in Königen und auf den ganzen Planeten des Terminals hochzufahren. Aktiviere Antennen, um Energiezellen-Terminals und andere Aktivitäten aufzuspüren. Das Hochfahren von Antennen-Terminals, Baupläne für Gegenstände, Roboter verteidigen. Okay. Die Welt liegt uns zu Füßen, geh du einfach voraus und ich werde dir einfach nachlaufen wie ein schleimiger Dino. Also bis jetzt finde ich das sehr geil, das macht Spaß. Ich finde das Setting gut. Ich finde alles gut, macht Spaß. Okay. Mit diesem Laser platzen die Gegner einfach. Das gefällt mir. Aber um die kümmern wir uns jetzt nicht. Wir kümmern uns um die Missionen. Moin. Hier leuchtet wieder was rot. Ich gehe mal davon aus, wenn wir das hier geklärt haben, brauchen wir trotzdem ein... Der Laserpointer hier ist mehr wie so eine Handmikrowelle. Platzen dann einfach. Nähern uns Reparaturzentrum. Nun habe ich schon was ich hier reinstecken kann. Wir müssen mich wirklich wieder zum Menschen machen. Wenn ich als Roboter sterbe, können wir mich nicht mehr zum Leben erwecken. Dasselbe gilt aber auch für Menschen, Hulk. Nichts passiert. Okay, verstehe ich. Das heißt, immer um was freizuschalten, brauchen wir erst eine Energiezelle. Hier ist eine Energiezelle, die holen wir uns. Und dann stecken wir die hier rein. Achso, beschütze Reparaturbot. Beschütze den Batman! Der Bot kann nicht gleichzeitig kämpfen und Reparaturen durchführen. Kein Problem, dafür bin ich da. Geht das überhaupt auf die Entfernung? Mir fühlt sich das nicht so an. Wo ist er denn jetzt hin? Ich bin nervös. Auf Sachen aufpassen macht mich immer ganz nervös. Deshalb habe ich wohl nie irgendwas Wertvolles gesammelt oder Kinder gekriegt. Pass auf, Mann, da sind noch mehr! Ein Knoten ist übrig. Ein Knoten noch!
Oh Gott, das ist ja mega geil, wenn die explodieren. Au! Oh, hier liegt so viel Loot. Nein, lass mich, ich muss eben das Terminal hochfahren. Geil. Schön geklärt hier erstmal. Hey Herc. Das war's schon. Das war ja relativ einfach diesmal. Was ist das hier? Das ist einfach nur ein Stahlträger. Irgendwie hätte ich gedacht, dass hier jetzt oben noch was ist. Irgendein Special Secret Item. Als nächstes geht's da runter. 300 Meter. Das schaffen wir. Da sprinten wir. Und dann sprinten wir nochmal. Ein Fliegeding. So einen will ich haben. Okay, der hält ja nichts aus. Der hält ja gar nichts aus. Ich ignoriere sie einfach. Ihr könnt mir gar nichts. Warnung, Arachnidenkönigin voraus. Schon wieder eine Königin? Nein, ich ignoriere euch. Ich will nichts von euch wissen. Ich will mich hier nicht mit unnötigem Fußvolk auseinandersetzen. Aber die kommen einfach. Die kommen einfach. Jetzt hört doch mal auf. Da. Siehst du, da schießt man auf sie, dann vergraben sie sich wie so feige Säcke. Immer das Gleiche. Wenn wir das machen, dann richtig, mit der richtigen Mucke, Mann. Okay, das ist wieder eine Königin. Dann. Das war mein erster Roadie-Gig in den 90ern. Oh, ich finde diese geile Rockmucke mit Space total geil. Das mag ich auch an. Okay, die Königin, die kümmert sich schon darum. Ah, okay, ich habe jetzt das Herz in sie reingeschmissen. Verstehe. Los, komm her. Ich will dir hinten in deinen ekligen Matschsack schießen.
Okay, der ist down. Da ist sie wieder. Ah, Gift. Okay, jetzt wird es Zeit, mal wieder so ein Health Pack zu nehmen. I got the high ground. Da haut sie wieder ab. Da haut sie wieder ab. Wichtig, immer einen Zettel zwischendurch lesen. Könnte ja eine Anleitung sein. Ah, also da. Also von dem hat er geredet. Sie hat mir gesagt, dass es von ihr einen anderen gegeben hat, aber ich wollte es nicht hören. Ich bin der eifersüchtige Typ. Also jedenfalls war er ein Diener, der ihr geholfen hat, das hier alles aufzubauen. Keine Ahnung. Exploded! Und was ist mit ihm passiert? Er weiß das schon und ihm kümmert's. Ich meine, was der... Was Ans Ex-Männchen hier gemacht hat. Und das letzte Stück von der Königin. Hey, was glaubst du, was er tun würde? Nichts Cooles, da kannst du sicher sein. Aber wenn du so neugierig bist, Nick, findest du hier sicher noch mehr von diesen Notizen. Na. Alle. Ach, keine Energie. Von oben in den Rücken. Das gefällt mir. Cool, jede fünfte gekillte gibt ein geiles Item. Ich wusste, dass es eine gute Idee war, deinen Arsch hier aufzuschaffen. Jetzt heißt es erstmal wieder looten. Lecker, lecker Schleim. Gebt mir alles. Ich will es haben. Tarnumhang erhalten. Tarnumhang? Verschwindetrick. Um von Ari kurzzeitig nicht entdeckt oder angegriffen zu werden, du kannst ihn zwei Arten aktivieren. Waffenrad aus und oder Spieler Zeitanzeige. Okay, cool. Ist das ein Verbrauchsobjekt? Krabbensaft. Herz einer Königin. Grandios. Nee, das wollen wir alles nicht. Verrückt. Aber dann gucken wir uns das mit dem Tarnumhang gleich an. Erstmal weiter looten. Wo ist denn jetzt eigentlich meine Energiezelle? Habe ich die jetzt einfach schon bekommen? Kann ja sein, dass ich die einfach schon erhalten habe. Maybe.
Einmal möchte ich noch oben auf die Plattform drauf. Irgendwie das Gefühl, da ist noch was. Und es ist nichts. War ja klar. Oben ist wieder nichts drauf. Wo haben wir denn mal den nächsten 3D-Drucker? Ach so, geil. Ich kann auch so schnell Reise machen. Das ist ja cool. Dann mache ich mal eine Schnellreise hierhin. Drei D-Drucker. Da, neues Upgrade. Weltraumflügel. Rüste einen Kontrollanker mit Flügeln auf, die perfekt an den Maßnahmen angepasst sind. Jetzt kannst du genau wie auf der Erde herumfliegen. Geil. Göttlich. Kaufen. Noch was? Ja, nehmen wir mal mit. Kaufen wir auch. Kostet ja nix. Geilo. Waffen? Irgendwas Geiles noch Neues? Ja, Bulldozer. Höllenfeuer. Okay, ich glaube, Höllenfeuer ist dann ein... Ah, ist auch Schrotflinte, okay. Entkerner. Okay, das sind alles so Weiterentwicklungen von der eigentlichen Waffe. Verstehe. Jetzt will ich erstmal die Flügel ausprobieren. Oh, geil! Jetzt kann man auch Wingsuiten hier. Du näherst dich einer Arachnidenkönigin. Eine Königin! Oh, verdammt, sie hat mich doch nicht gehört, oder? Zwei für Werbe, Pussyman, alright! Hilfe! Der Gravitationsgürtel ist defekt! Die Jungs rocken, Mann, aber Hardrock! Ich war bei ihrer No Guts, No Glory Holds Tour dabei! Aber die Strahlengranaten, die sind top. Drei Forderungen pro Konzert, Mann. Sechs Tank Zigaretten, sechs Flaschen Whisky und sechs als Zauberer verkleidete Zwerge, die an der Waffe stehen. Jetzt versteckt sie sich wieder, jetzt müssen wir erst wieder dafür sorgen, dass sie wütend wird. Oh, das ist ja so geil mit dem Wingsuit. Fühlt sich ja mega witzig an. Auf dem Weg. Keine Schande, was Ihnen auf Rook Island passiert ist. Ich habe Ihnen gesagt, okay, oh. Oh, ist die Königin schon wieder da? Es sieht so aus.
Piss dich! Da ist sie doch. Was passiert denn hier? Komm her. Schon wieder alle. Der Jetpack funktioniert noch nicht. Oh nein! Gestorben. Jetzt hat sie mir hart Schelle gegeben. Fuck! Fuck. Also so richtig leicht ist das Spiel nicht. Also schon. Die Königin, die sind schon Arbeit. Da war das Vietnam-Spiel deutlich einfacher, muss ich sagen. Aber kein Problem. Zweiter Versuch. Ist sie kurz rausgekommen, wieder reingegangen oder was? Da. Hat die jetzt meine Granate gegessen? Achso, nee, das war wieder ein Fleisch. Ich habe ein Fleisch geworfen. Ich dachte, ich habe eine Granate geworfen. Eine Schande, was Ihnen auf Rogue Island passiert ist. Vergiftet. Ich bin vergiftet. Aber die Pistole, die ist gut, ey. Die Pistole ist sehr gut. Jetzt haut's wieder ab. Ach so, stimmt, ich kann ihm ja auch helfen. Los geht's. Kämpf weiter, du Schwein. Wo häng ich denn jetzt hier fest? Aber die braucht nicht mehr viel. Die ist gleich down, wenn sie wieder kommt. Da ist sie doch. Ich glaube, am meisten bin ich Fan von der Pistole hier. Die haut am meisten rein. Gefühlt. Da ist sie doch down. Ein Träumchen. Das war die Königin vom Rand der Dünen. Sehr gut gemacht.
Geil, ey. Das macht voll Spaß. Das ist mega geil. Kannst nur empfehlen, das mal zu spielen. Den DLC. Das ist super. Ich hab Bock, die Weltraumflüge jetzt einmal auf Long Distance auszuprobieren. Wo könnte man denn mal hin für Long Distance? Da so. Erstmal Vollgas nach oben. Und dann den Wingsuit. Okay, wenn ich A drücke, dann macht er direkt wieder auf. Cool, geiles Game. Hat er seinen Freund geholt hier oder was? Na komm doch. Oder einfach ab. Feigen Dinger. Okay, dann reisen wir mal zum Main Center. Gut. Ich werde jetzt hier speichern. Und werde jetzt eine Pause machen. Bedanke mich erstmal viel bei euch fürs Zugucken und dabei sein. Jetzt auch immer wieder bei YouTube und Twitch live, nicht nur bei Mixer. Schön, dass ihr dabei wart. Ich werde jetzt das Ganze schneiden und bei YouTube hochladen. Und dann könnt ihr es auch bei YouTube nochmal sehen. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Das heißt, Dudichtauf spielt geile Sachen. Und wir spielen natürlich hier Lost on Mars bei Far Cry 5 auch weiter. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Nacht, guten Morgen und bis dann. Ciao. Oh oh, ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh mein Liebling. Also, ist das gut? Oh mein Liebling. Nach einem großen Ende aus. Oh!